Und mit Hilfe von Ann-Kathrin Müller vom Spiegel wollen wir uns Voice of Europe und das dahinterliegende Netzwerk noch etwas genauer anschauen. Wie tief hat sich dieses Netzwerk denn schon in die europäische DNA eingefressen? Also man muss schon sagen, dass es jetzt nicht ein Medienimperium war, das jetzt wahnsinnig viel Reichweite hatte oder so. Es hatte auf bestimmten Kanälen interessanterweise relativ viel Reichweite, auf anderen dafür gar nicht. Und tatsächlich wurde es dann wieder von anderen Medien, die auch in diesem Umfeld sich bewegen, dann so rezitiert. Das heißt, es war Teil eines Netzwerks, was gerne prorussische Propaganda verbreitet. Es ist aber jetzt nicht so gewesen, dass wir ständig davon irgendwas mitbekommen hätten. Wer steht denn dahinter? Es sind ja Putin-Freunde, Putin-Unterstützer. Was genau können Sie uns über die Männer, die dieses Netzwerk betrieben haben, sagen? Also zum einen geht es halt um Herrn Medvedchuk. Das ist ein enger Vertrauter Putins. Da ist wohl auch eine Patenschaft für eins der Kinder im Spiel. Und das ist eben ein Ukrainer eigentlich, der inzwischen aber aus der Ukraine ausgebürgert wurde, weil er eben so prorussisch ist und der eben damals Teil der russischen Opposition in der Ukraine quasi war. Und dann gibt es da noch einen zweiten Mann, der die Geschäfte tatsächlich faktisch geführt haben soll. Auch er ähnliche Biografie. Da wissen wir einfach, dass die sehr nah an dem dran sind, was der Kreml kennt und mag und auch gut findet. Und dass die dann eben in Tschechien so ein Unternehmen aufbauen oder das eben unterstützen, zum einen leiten, zum anderen finanziell stützen, das ist dann schon eben interessant, dass das über dieses dritte Land quasi funktioniert. Und das hat ja funktioniert. Und der Verdacht, der ist ja groß, dass auch tatsächlich nicht nur, das ist ja schon schlimm und tief genug, Desinformation verbreitet wurde über dieses Netzwerk offenbar, über diese Internetplattform, sondern eben auch dass der Verdacht der direkten Bestechung von Politikern, von Parlamentariern. Wer alles steht da unter diesem Verdacht? Ja, da sind die Informationen tatsächlich gar nicht so einfach zu bekommen. Also was wir wissen ist, dass der tschechische Geheimdienst in Zusammenarbeit mit 6 anderen europäischen Nachrichtendiensten eben da diese Einflussoperation aufgedeckt hat, dass sie eben bei mehreren Parlamentariern im Endeffekt in Europa Hinweise darauf haben oder auch Belege dafür haben, dass da eben Geld geflossen sein soll und dass es eben auch einen Fall in der deutschen AfD geben soll. Da wird Petre Bistron beschuldigt nach den Informationen, dass er eben Geld angenommen hat. Haben soll. Er bestreitet das mal mehr, mal weniger direkt. Inzwischen, nachdem er beim AfD-Bundesvorstand vorgeladen wurde, dann sehr deutlich. Aber da ist eben die Frage, es soll eine Audioaufnahme geben, die das belegen kann, ob die jemals quasi an die Öffentlichkeit kommt und was man sich dann dazu überlegen kann. Nun sagt die AfD ja gerade im Fall von Bistron, über den wir hier ja auch berichtet haben, sagt die AfD, nun gut, dann soll der Geheimdienst diese Dokumente und diese Beweise offenlegen. Kann man ja erstmal nachvollziehen, so eine Forderung, denn sonst steht ja Aussage gegen Aussage. Jein, also natürlich klingt das erstmal aufs erste Hören gut. Ja klar, sollen die Belege halt an die Öffentlichkeit, dann können wir uns auch überlegen, ob wir ihn irgendwie sanktionieren wollen. Beziehungsweise dann sogar aus der Partei ausschließen würde, wenn sich der Verdacht bestätigt. Denn dann geht es ja um eine illegale Parteien- oder Mandatsfinanzierung. Tatsächlich ist es ja so, dass Nachrichtendienste nie so arbeiten, dass sie eben alle Belege offenlegen, schon gar nicht, wenn sie aus Abhörmaßnahmen kommen. Das heißt, das ist so eine vergiftete Botschaft im Endeffekt der AfD, dass sie eben sagen, ja, legt es heute auf den Tisch und dann können wir uns darum kümmern. Das machen Nachrichtendienste eigentlich nie. Und genauso schwierig ist es wahrscheinlich, auch die Spur des Geldes weiter zu verfolgen, oder kommt man auf diese Art und Weise weiter? Ja, also natürlich ist es unser Anliegen oder das auch von Nachrichtendienst, da eben so viel Klarheit und Transparenz wie möglich herzustellen und da eben auch zu gucken, was kann man nachvollziehen und was nicht. Jetzt ist es eben nicht ganz so einfach mit solchen Finanzströmen. Vor allen Dingen sagen die Nachrichtendienste ja, dass das in bar übergeben worden sein soll, das Geld, oder eben via Kryptowährung. Also auch diese Informationen haben wir. Und da ist es dann tatsächlich auch gar nicht so einfach, das dann eben zu belegen. Da braucht man dann eben, oder in einer Qualität zu belegen, die der AfD genügen würde, sagen wir es mal so.
Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Herzlichen Dank für diese Informationen über den Stand der Recherchen zu Voice of Europe und dem dahinterliegenden Netzwerk und die Verstrickungen in Europa bis hin nach Deutschland hinein. Sehr gerne.